Hallo, ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal der Pusterfuchs. Heute gehen wir wieder wandern und wir sind hier heute in Zicker, Gager um genau zu sein. Und wir wollen die Zickerschen Berge unsicher machen. Und dann werde ich euch ein bisschen was zeigen. Ich bin natürlich nicht alleine unterwegs. Guck hier, meine liebe Frau und meine Schwester und meine beiden Hunde habe ich bei. Ja, und dann wollen wir mal gucken, Wetter hält. Es ist perfektes Wanderwetter, der Regen ist gerade durch und es ist warm, nicht zu kalt, kaum Wind, einfach geil. Also jetzt geht's los, Feuer frei. Wo sind wir jetzt? Ist das Gager hier? Nein, das ist Klein Zicker. Das ist Klein Zicker. Klein oder Groß Zicker? Ja, wir wissen jetzt nicht ganz genau, Klein oder Groß Zicker. Auf jeden Fall ist es nicht Gager, wieder falsch gesagt. Und man darf hier nicht überall lang, aber es stehen witzige Schilder hier. Hier steht dran, Privatzutritt nur für Traummänner. Ja, also ich darf da rein, aber meine beiden Damen darf ich nicht mitnehmen. Ja, so ist das Leben. What's life? Und dann geht's. Wir wollen jetzt hier am Deich erstmal entlang und dann, wie gesagt, Richtung Nonnenloch. Und wir genießen das gerade. Seht ihr das in der Ferne? Die schwarzen Wolken, die sind gerade über uns abgeregnet hier. Und jetzt gehen wir aber in diese Richtung, da wo es ein bisschen schöner ist. Ja, hier vorne kommen wir an so einen kleinen Hafen ran. Und wir haben schon gedacht, wir wären verkehrt, weil hier soll es irgendwo einen Wanderweg geben. Und den gibt es hier auch. Und zwar, der ist hier ganz schmal. Da muss man vor den kleinen Hafen hier mal rechts ab. Und dann kommt man hier entlang. Den bin ich jetzt auch noch nicht gegangen, aber den habe ich auf der Karte gesehen. Und ich denke, hier muss doch irgendwo einen Weg geben. Sehr schön. Wenn ich was zu sagen habe, muss ich immer ein bisschen Abstand halten zu den Damen. Dann ist es immer ein bisschen laut, die haben sich gerade so viel zu erzählen. Haben sich lange nicht gesehen. Aber hier ist echt schön. Echt schön hier. So eine kleine Single Trails liebe ich ja. Hier geht es jetzt gleich auf den Deich rauf offensichtlich. Was wir da drüben sehen, da vorne, das ist der Hafen von Tiso. Da gibt es auch immer den wunderbaren Tisoer Deichlauf. Das ist die andere Halbinsel sozusagen. Wir sind ja hier heute Zicker, ne? Großzicker sozusagen. Und da hinten in der Ferne sieht man schon die Hügellandschaft. Das nennt sich denn, hier auf Rügen nennt sich das schon Berg. Also deswegen sind das hier die Zickerschen Berge. Ja, dieser Deichweg hier ist ja echt wunderbar. Also das finde ich ganz klasse hier, die Sicht. Man guckt hier raus auf den Strehler Sund. Ne, die Berge vom Großzicker sind in der Ferne schon zu sehen. Und wenn ich jetzt hier rüber schwenke, dann sehen wir da drüben, das ist Kleinzicker. Wie gesagt, Tiso da hinten. Und hier der Strehler Sund. Ja, und dann müsste das hier, ist das hier, was ist denn das hier, Gager? Nein, Gager ist hinterm Berg. Ah, Gager ist hinterm Berg. Das ist tatsächlich Großzicker. Ja, eine wunderschöne Natur hier. Man muss immer nur die Augen aufhalten, dann erkennt man auch vieles, so wie die Kreuzotter eben. Ne? Und deswegen haben wir die Hunde natürlich auch an der Leine. Hier ist natürlich, ich denke mal, weitestgehend Naturschutzgebiet. Ne? Da muss man immer ein bisschen aufmerksam sein. Und wenn ihr diese Tour auch mal nachwandern wollt, lasse ich euch natürlich gerne den Link zu Komoot in der Videobeschreibung drin. Und wünsche euch jetzt schon mal dabei viel Spaß. So, hier kommen wir ein bisschen an den Strand runter. In der Ferne sehen wir die dunklen Wolken. Und jetzt wollen wir mal unsere Hunde mal ein bisschen baden lassen. Kleinen Oskar kannst du auch mal abmachen. Ja, genau. So, einmal Geschirr ausziehen, damit er nicht nass wird. Und jetzt können sie sich mal ein bisschen die Beine kühlen. Schöne schwarze Wolken ziehen hier übers Land. Die
sieht das nicht ganz wunderbar aus, hier der Deich mit diesen, ja, lila oder blauen, wie auch immer, welcher Farbton das ist. Ich bin farbenblind, ich kann es nicht ganz erkennen, mit diesen Grasnelken, ganz toll. Die ersten 2 Kilometer haben wir gleich hinter uns und jetzt kommen wir langsam in den hügeligen Bereich. Wenn ich mal die Kamera umdrehe, dann seht ihr da vorne die ersten Hügel. Da geht es ja nachher rauf. Bis jetzt ist hier wirklich wunderschön, hier schön am Deich lang. Ja, ihr seht hier diesen Haken von Kleinzicker. Ja, da drüben ist auch eine ganz tolle Landschaft. So, jetzt geht es erstmal an der Steilküste lang und immer schön drauf achten. Ne? Ja, Abbruchgefahr. Oskar ist total motiviert. Los, fahr jetzt, Oskar! Noch und nachher darf ich ihn wieder tragen. Hier geht es ordentlich bergauf. Meine Herren. Aber schön. So, gleich sind wir oben angekommen. Der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind noch nicht ganz oben, aber die Sicht von hier aus ist schon mal geil. Ist das schön hier. Ganz wunderbar. Und so gut wie keine Menschen hier. Keine Autos, weit und breit sowieso nicht. Ganz herrlich. So liebe ich das hier. Na, Ladies, habt ihr Spaß? Das fühlt sich an wie Urlaub. Ja, ist wie Urlaub, ne? Man muss mal 1-2 Stunden raus hier und dann ist wie Urlaub. Oh, schaut mal, ist das nicht hervorragend, wenn man hier so über den Berg kommt und dann kann man in die Weite blicken hier. Wahnsinn, das ist doch Urlaub für die Augen auf jeden Fall. Ich weiß schon, warum ich diese Insel so liebe. Ganz hervorragend. Man kann hier immer mal wieder eine neue Wanderrunde drehen und es einfach genießen. Ja. Hier kann man auch noch ein bisschen mal die Steilküste sehen. Ich will nicht zu dicht dran. Man kann auch unten an der Steilküste entlang gehen, aber das wollten wir unseren kleinen Oskar heute nicht antun. Und ich finde ja die Aussicht von hier oben bedeutend besser, als wenn ich jetzt unten am Ufer lang gehen würde. Kleinen Weg, den haben wir jetzt erstmal abgewählt. Ne, da gehen wahrscheinlich nur das Wild durch oder so. Wir müssen einen kleinen Bogen machen, dass wir zum Nonnenloch kommen. Aber hier oben ist es gerade sehr schön und wir haben jetzt entschieden, wir werden ein kleines Picknick hier machen. Eine Pause. Wunderbar. Total windstill. Boah, tut gleich total warm hier. Mega. Wunderbar. So, erstmal die Hunde versorgen. Nee. Das Wichtigste am Wandern sind die Pausen. Ja. Guten Appetit. Aber wir haben schon lange keine Hors d'oeuvre mehr gehabt. Oh, Eichhörnchen. Hier muss man aufpassen, sonst wird man hier noch beklaut. Ja, also naja, obwohl Apfel findet ihr auch toll. Nee, das ist meine Stulle. Ein ganz herrliches Fleckchen Erde hier, um mal einfach so den Tag zu genießen. Die frisst sie überall durch, ne? Pause beendet, kein Müll zurückgelassen. Oskar ist schon wieder ganz aufgeregt. Und es geht weiter. Ich musste mich erstmal ein bisschen entkleiden hier. Ne? Den Anblick muss ich euch leider antun. Ne? Man sieht auch, wie viel du gegessen hast. Ja, meine Frau guckt ganz skeptisch. Ne? Ich bin schon wieder ein bisschen dicker geworden. Und jetzt geht es erstmal hier
über diese Hügel und wir wollen jetzt zum Nonnenloch. Eine wunderbar abwechslungsreiche Landschaft hier, schön hügelig, ne? Ein bisschen anspruchsvoll dementsprechend. Ganz herrlich. So mag ich das. Das Zickersche Höft am Großzicker. Aha, das ist eine Info, dümmer wird man nicht davon. Und jetzt gehen wir zum Nonnenloch. Guck mal, da gibt es auch eine Audiotour hier. Na, Oskar, geht das? Na, komm mal, ich trag dich. Oh. Ja, so eine Treppen müssen wir mit Oskar tragen. Hier am Nonnenloch. Auch nett. Jetzt soll es nach da oben gehen. Na, Oskar, Lido, tragen, ne? Ja, wenn man so klein ist, ne? Hat man den Vorteil, dass es in einer trägt. Wow, was eine Aussicht hier. Und man kommt hier auf diesen Hügel, wo ich von ausgehe, dass das der Aussichtspunkt sein soll. Wow, Wahnsinn. So, jetzt machen wir einmal einen Rundumschwenk hier. Wahnsinn. Da vorne, klein Zicker. Meine Wanderbegleitung, die jungen Damen. Da drüben müsste Mittelhagen sein, ne? Nein, das ist das Rennewitzer Höchst. Ja, ist das nicht Mittelhagen? Nein, das ist da hin. Wohin? Achso, das ist Mittelhagen. Ja, ja. Warte mal, ganz kurz. Meine Schwester kann man wieder nicht glauben. Die sammelt genauso viel Unsinn wie ich. Das ist ein Rennewitz. Das ist ein. So, verlassen wir den Aussichtspunkt. Gehen wir wieder runter in Richtung der blökenden Schafe. Die Sonne ist gerade verschwunden. Hier wird schon nach Eis gequakt. Ja, Eis gibt es sicher heute auch noch irgendwo. Mal gucken. Wir haben die Hügel wieder erklimmt. Erklommen. Also ich würde ja sehr gerne mit euch an die Kante noch mal runtergehen. Ja, können wir doch machen. Ich will Eis. Wie spät haben wir es denn jetzt? Eis. Ganz wunderbar hier.
Das ist echt klasse heute hier. Heute geht es auch nicht um Kilometer. Wir haben ja erst 6 Kilometer oder so hinter uns. Das ist nicht so. Aber es ist wie früher Wandertag, so die Lerchen singen, die Grillen, zirpen natürlich. Ja, und dann hier der, was weiß ich, was für ein Raps ist, der hier blüht. Der ist ein bisschen klein. Ich weiß nicht, was das für eine Rapssorte ist. Ob der einfach sich nur so ausgesät hat. Aber es sieht sehr schön aus. Und immer wieder geht es hier bergauf, bergab. Gefühlt mehr bergauf als bergab. Aber ganz wunderbare Aussichtblicke hat man hier. Was eine geile Aussicht mal wieder von hier oben. Hammer. Ja, da hinten sind wir lang gegangen. Ist schön, Mädels? Ja, ja. Ist ja kein Eis da. Kein Eis noch nicht. Ja, irgendwann muss kein noch mal Alkoholspritz. Wir sind bald da. Irgendwann gibt es heute auch noch mal Eis. So, hier gibt es auch kleine Waldstücke. Sehr angenehm gerade hier. Bisschen schattiger Bereich. So, wieder raus aus dem kleinen Wäldchen. Und jetzt wieder die herrliche Aussicht genießen. Ja, da sind wir letztes Mal runtergegangen. Und hier geht es erstmal rauf auf den Bartenberg. In die Richtung, ich weiß gar nicht, was sieht man da? Barbe? Aha, das ist Görn da hinten, alles klar. Und das da hinten ist Serlin. Damit man mal ein paar Orientierungspunkte hat. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Schloss Granitz da in der Ferne. Ja. So, jetzt erstmal auf dem hohen Barkenberg. So, ein bisschen Info über den Barkenberg. Wer es lesen will, kurz auf Stopp drücken. Und ansonsten Aussicht genießen. So, dann verlassen wir den Barkenberg wieder. Genießen dabei den schönen Ausblick hier. Ganz wunderbar. Wir sind in Großzicker angekommen jetzt, den Berg runter, hier am, ja, hier wohnt glaube ich der Pastor oder so, mit dem Häuschen hier, ganz nett gemacht. So, und jetzt geht es durch den kleinen Ort, der wirklich sehr, sehr idyllisch ist hier, mit einem sehr interessanten, gut gemachten Kinderspielplatz hier offensichtlich. Finde ich sehr schön. Interessantes Häuschen hier. Der Giebel, der gibt von der Statik glaube ich auch nicht mehr so viel her, aber er steht noch. Eine kleine Kirche in Großzicker. Sieht ja auch urig aus. So, wir haben knapp 10 Kilometer hinter uns. War eine schöne, richtig schöne Tour. Außer meine Frau beschwert sich, es gab kein Eis. Aber wir fahren jetzt nach Serlin und holen uns da ein leckeres Eis. Wir waren knapp 4 Stunden unterwegs. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Aussichten zeigen. Also hier Großzicker ist wirklich eine Wanderung wert. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich sage, bis dahin bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Bye, bye.